Represent, Leute. Here we go. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich werde schwer verheimlichen können. Man sieht sie mir einfach an. Ich komme direkt aus dem Bett. Oh mein Gott. Du bist gar nicht zurück. Ich will es auch gar nicht vertuschen, jetzt hier um dieses Unboxing aufzunehmen, denn ich bin ein bisschen schleißig geworden. Ja? Also safe 3 Wochen, kein Unboxing mehr meiner latest Pickups. Das heißt aber nicht, dass meine Kaufeslust verloren gegangen ist. Ich bin weiterhin shopping-süchtig. Es ist einfach so, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt habe ich wieder 3 Dinger bestellt. Wegen den 3 Dingern muss ich jetzt nicht unbedingt ein Video aufnehmen. Ich habe es halt mal gefeiert. Und man kann sich vorstellen, wie sich das Ganze gestaut hat. Wir werden heute einiges unboxen, aber auch einiges reviewen, das ich schon angeboxt habe. Ich habe einen Haufen, ich habe es eigentlich noch gar nicht zusammengerechnet, aber es steht vermutlich eh im Titel. Es sind unterschiedlichste Marken am Start, wie Deux Amis, Gucci. Natürlich von Gucci. Represent natürlich, Off-White. Keine Ahnung, was noch dabei ist, wir lassen uns einfach überraschen. Wir werden uns das alles gemeinsam ansehen. Wie gesagt, habe ich einige schon angezogen auch. Also nicht nur ausgepackt, sondern auch angezogen. Auf Instagram einfach vorbeischauen. Da habe ich einige Dinge ganz gut kombiniert, wie ich finde. Aber wisst Bescheid, bei mir ist man nichts anderes gewohnt. Die Farbauswahl ist immer on point. Ich will gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute. Ah, der Hoodie, den ich da trage. Das ist das Lieblingspiece, was wir heute unboxen. Ja, der Boston Tea Party Hoodie. Mit der mega krassen Schrift und dem mega krassen Schnitt. Ist jetzt unterwegs zu euch, für alle, die bestellt haben. Er ist ja schon sold out. Aber es ist noch einiges im Deux Amis Store. Für die Wiener habe ich in jeder Ausfassung noch ein paar Produkte gesaved. Also schaut vorbei in die Krugerstraße 10 im 1. Bezirk. Da findet ihr noch Sachen von M&M. Ich will gar nicht mehr länger quatschen. Doch, die Kappen sind auch unterwegs. Ja, die Kappen sind ab morgen oder übermorgen unterwegs. Tut mir leid für die Verzögerungen. Unsere Partnerfirma hat da sehr verkackt. Vor allem in der Kommunikation. Das ist dreist. Aber nicht länger quatschen, fangen wir direkt an, Freunde. Hier ist der erste Haufen, den ich schon ausgepackt habe. Ja, also wir werden uns ansehen, was ich da alles bestellt habe. Es sind Shirts und Hosen. Hier habe ich 2 Pakete. Eines von Fartech und eines von Represent, glaube ich. Sowie eine Jeans. Und hier haben wir noch ein ganzes Sack von Deux Amis Ware. Das habe ich auch nicht ausgepackt. Das werden wir jetzt gleich machen. Ich werde teilweise die Dinge auch anziehen, Leute, damit man sieht, wie das Ganze im Körper fittet, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. Ich bin 1,81 groß und wiege aktuell, ich glaube, 83 Kilo. Ja, ein bisschen abgenommen. Wisst Bescheid, Leute. Würde ich genauso tragen. Fangen wir direkt an mit dem Deux Amis Shirt. Auch das werde ich jetzt nicht anziehen, sondern ich habe dazu auch schon ein Bild gemacht. Ich zeige euch das nur ganz kurz. Ich finde das halt mega, mega sick. Hier vorne mit dem Smiley und dem Feuer in seinem 3D-Druck richtig, richtig gut gemacht. Die Qualität ist ein Hammer, der Stoff ist dick. Auch das Printing selbst ist hohe Qualität, das merkt man, wenn man es angreift. Also wirklich sehr nice Shirt in seinem Cremeweiß gehalten. Der Produktpreis liegt, glaube ich, bei um die 80 Euro, ich weiß jetzt nicht auswendig. Das auf jeden Fall ein sehr nicer Kopf gewesen. Wie gesagt, das Foto blende ich euch hier jetzt nochmal ein. Hier habe ich es abgestimmt, dann auch nochmal mit der Hose, die ich euch zeige. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Fehlkauf. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt es im letzten Video schon gesehen. Ich habe mir ein Shirt von Gucci geholt mit so einer Schlange drauf. Es ist jetzt komplett zerschnudelt, weil es die Putzfrau gewaschen hat. Ich habe mir gedacht, es ist nice, weil es eher schlicht ist, weil die Schlange irgendwie cool ist, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Das hat so eine nice Metaphorik, die ich feiere. Aber vom Fit her ist es halt leider eine Katastrophe. Ich weiß nicht, du bist einfach eine Nummer. Das Shirt übrigens vorher war ein L, also so ziemlich alles, was wir jetzt auspacken, ist L. Ja? Aber auch dieses Shirt ist ein L und es ist mir einfach ein bisschen zu groß. Ich ziehe es aber trotzdem gern an, weil bei uns in Wien hat es aktuell, ich meine heute nicht, aber aktuell so um die 35 Grad und da braucht man eher auch manchmal einen dünnen Stoff, den man einfach nur überwirft, der einen kühl hält. Also das eher so ein Fehlkauf, für das habe ich bezahlt. Das war Resell, ich glaube 200 Euro oder so. Geht eigentlich eh, ja. Okay, passt, kann man mal gemacht haben. Jetzt kommen wir zu meinem aktuell Lieblings-Stonewashed-Shirt. Und zwar ist das von Represent, das ist von der letzten Kollektion. Da gab es nochmal einen Restock, da habe ich sofort zugeschlagen. Das ist einfach göttlich. Also was Represent macht, ich habe auch hier nochmal ein Bild eingeblendet, brauche ich nicht extra anziehen. Was Represent aktuell macht, ist halt Bombe. Die gehen auch eher auf dünnere Stoffe, nehmen aber den Kragen her und schneiden da so kleine Cuts rein, seht ihr das? Das machen die unten auch nochmal, das finde ich ganz cool, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja alles handmade, das macht
Ich glaube nicht, dass das eine Maschine macht. Und vor allem das Printing vorne, ja, mit den drei Hunden und dem Skelett, mit dem Motorradhelm, Represent England. So richtig dieser Represent-Vibe, den ich halt persönlich extrem feiere. Darum habe ich mir dieses Shirt geholt. Top-Printing, gefällt mir gut. Ich glaube 115 Euro oder so. Sowas um den Dreh. Ich habe mir dann gleich, wo ich das Shirt bestellt habe, gleich noch dieses Shirt dazu geholt. Ja, ich finde das vorige cooler auf jeden Fall. Aber da haben wir halt so eine... Ja, wir haben halt so einen niceen Rotton mit dabei, auf so einem leicht beigen Shirt mit dem Hund und nochmal einem Skelett in einer anderen Variante. Ich zeige euch jetzt hier nochmal ein Bild, wie ich es kombiniert habe mit so einem Bandana und einer Brille. Dazu die Represent Hose, so Shorts, Cargo Shorts, die ich jetzt da gerade trage. Also in der Kombi kann man auf alle Fälle machen im Sommer. Auch dieses Shirt 115 Euro. Freunde, jetzt gehen wir direkt zu den letzten zwei Pieces, die ich davor schon ausgepackt habe. Und zwar sind das Hosen. Ich habe hier zum einen die 6PM Track Pants, die finde ich persönlich ganz cool. Wir haben hier so einen Rubber Patch, da merkt man, dass von der letzten Kollektion ist. Was für mich neu ist, was ich jetzt bei Track Pants noch nicht so gesehen habe, ist, dass wir nicht nur einen Zipverschluss haben hier, sondern wir haben zusätzlich dann noch auch so einen Klettverschluss, mit dem wir das Ganze dann extra nochmal individualisiert anpassen können. Also das auch sehr, sehr nice. Ich trage die Hosen aber meistens ganz weit offen und lasse dann so über meine Nike SBs oder so hängen. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. So kleine Feinheiten sind natürlich auch dabei, wie das zum Beispiel bei diesem Gummizug-Verschluss dann nochmal 6PM draufsteht, sowie auf den Ziparten auch hier noch hinten nochmal ein Zip. Sehr, sehr coole Hose. Wenn es aber 35 Grad draußen hat, ist die natürlich nichts. Genauso wenig ist natürlich dann die was dafür, wenn es 35 Grad hat. Aber die ist halt auch einfach Baba. Die ist von Deux Amis. Der Stoff richtig, richtig dick, richtig fett. Fühlt sich hochwertig an. Die Hose ist richtig schwer auch. Der Fit ist Baba. Habt ihr beim vorigen Foto dann auch schon gesehen, wo ich die Hose getragen habe. Das wäre es zu den Dingen, die ich schon ausgepackt habe und zum Großteil auch schon getragen habe. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich noch nicht ausgepackt habe. Fangen wir direkt, weil wir gerade mit Deux Amis beendet haben, mit Deux Amis an. Hier habe ich einen Hoodie, sehe ich. Das finde ich halt sehr schön. Die aktuelle Kollektion heißt Kids Play With Fire. Wir haben hier halt traumhafte Logos. Also wir haben hier so ein bisschen den Louis Vuitton Vibe, den sie mal hatten bei so einer Kollektion. Sehr, sehr bunt gehalten. Das Feuer kommt hier wieder durch. Diese 3D-Printings, die aber bis nach unten verlaufen sind. Es finden sich immer wieder so kleine Details. Auch der Fit, richtig, richtig Baba. Fällt sehr gut. Ähnlich wie dieser Hoodie. Wirklich nice. Stoff ist dick. Also kann ich nur empfehlen. Ich kenne den Preis jetzt nicht genau, aber ich denke so um die 100 Euro oder was. Ja. Dann habe ich noch einen Hoodie in Weiß bekommen. Auch der sehr, sehr cool, wie ich finde, mit diesem Herzlogo und dem Deux Amis vorne. Für den Sommer jetzt halt perfekt, wenn es so wie heute zum Beispiel etwas kühler ist, man aber trotzdem diese Summer-Vibes mit hellen Farben behalten möchte, dann ist der halt einfach perfekt. Es gibt halt noch viele andere übrigens, die sind alle noch erhältlich bei Deux Amis. Sehr, sehr cool auf jeden Fall mit den Farben, finde ich flashig. Kann man auf alle Fälle mal reinschauen. So, das Shirt habe ich auch nochmal, also ich habe das gleiche nochmal als Shirt bekommen. Ja, kann ich natürlich auch nochmal auspacken, aber es fällt ähnlich aus wie das Shirt, das ihr schon gesehen habt. Ja, also auch das sehr, sehr cool. Für den Sommer perfekt mit so einem cleanen weißen Look. Dazu kann ich mir sehr gut so weiße Trackpants zum Beispiel vorstellen. Der Stuhl, bis der bei der Fall gleich rum, weil schon so viele Sachen rumliegen. So, Freunde, gehen wir zu den letzten drei Paketen, die angeboxt werden. Ich beginne mit dem Fahrtech-Paket. Das wurde hier schon mal auf. Ach, okay. Ma. Ja, weil der scheiß Zoll das schon mal aufmacht hat. Das ist das fehlende Shirt aus dem Shopping-Stream mit meiner Freundin. Schauen wir trotzdem mal rein. Werde ich so oder so zurückschicken, weil das Shirt hat 450 Euro gekostet. Und mir gefällt es nur vom Print her hinten. Vorne ist irgendwie nicht so mein Fall. Zack, ich nehme es jetzt einfach mal so raus. Okay, da fliegt gleich die ganze Rechnung. So, schauen wir rein. Es ist von Off-White, drum auch wieder in diesem Off-White-Sack eingepackt. Sehen wir hier, wir machen das jetzt einfach mal auf und bunt geht es auch mit dem Shirt weiter. Was mir halt persönlich, jetzt bin ich gespannt, ja, what the fuck, haben sie das schon gewaschen oder was ist da los? Das schaut komplett gebraucht aus. Vorne haben wir diesen Roboter mit diesem Fadenkreuz im Bund gehalten. Hinten wäre das einzige gewesen, was mir gut gefallen hätte. So auf den ersten Blick schaut es ja auch vielleicht nice aus, Leute. Aber wenn ich euch das jetzt mal ein bisschen hinhalte, seht ihr, wie das jetzt schon irgendwie ausgebleicht und ausgewaschen ist? Mir ist schon bewusst, dass das kein gebrauchtes Shirt von Farfetch ist.
Also will ich hoffen. Und dass das vielleicht so gehört. Aber mir persönlich gefällt das nicht. Unabhängig davon, dass es einfach viel zu teuer ist, wird es zurückgeschickt. Und auch vom Stoff her sehr dünn. Also sehr dünn, was ja nichts unbedingt Schlechtes ist. Aber der Stoff ist einfach, wirkt nicht hochwertig. Keine Ahnung, was da los ist mit Off-White. Schade, dass Virgil Abloh seine ganze Kreativität nur in Louis Vuitton steckt und seine Marke so ein bisschen, ja, verhunzen lässt, gell? Schauen wir zum letzten Paket für heute, ein Represent-Paket, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue, aber es nicht ausgepackt habe, weil ich dieses Video machen wollte. Represent, Leute. Here we go. Yeah! Auch in einem Plastiksack eingepackt. Jetzt sieht man eh schon, was ich mir bestellt habe. Ich glaube, man hat es überall mitbekommen, aber Represent hat wirklich wieder sehr coole Sachen gemacht. Ui, Stoff, Shirt, genau dasselbe Modell von den Stoffen her, von den Schnitten her, wie das, was wir schon vorher gezeigt haben. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch meinen, dass der Print viel zu groß ist, aber ich ziehe es jetzt mal ganz kurz an. Ja, wild, Leute. Ganz, ganz wild. Wie gesagt, es gibt safe welche von euch, die meinen, das Print-Ding vorne ist viel zu groß. Aber ich find's mega nice. Stoff ist wieder Baba. Es ist halt einfach so, dass ich bis auf M&M keine Marke kenne, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis so nice ist. Also das ist wirklich top, ich bin mega begeistert, ich freue mich schon, wenn es draußen wieder schön ist und ich das anziehen kann. Damit, Freunde, sind wir am Ende von diesem Unboxing. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, seid dabei in der Maximilian-Arme. Jetzt mache ich da schon mein Zweitkanal-Intro. Übrigens, mein Zweitkanal, Daily Vlogs, schaut auf alle Fälle vorbei. Genauso wie Streams, Dienstag, Donnerstags und Sonntags ab 20 Uhr auf Twitch. twitch.tv/chefmaximilian. So, jetzt ist genug geplagt worden. Ein Plug geht noch. Schaut auf Instagram vorbei, Leute. Da seht ihr alle Fotos nochmal und auch einige andere. Da seht ihr, wie ich diese Dinge kombiniere. Und da kommt safe auch ein Foto mit diesem Shirt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Das war's von mir. Ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video am Freitag. Vermutlich mit einer Reaction. Gucci Potter war schon wieder unterwegs. Und dann müssen wir natürlich als Macher dieser Schöpfung mal reinschauen, was der da schon wieder so treibt. Das ist von mir, euer Maximilian. Corona Edition. Würde ich mir sogar selber kaufen.